Ja, herzlichen Dank, Herr Daweger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also vielleicht ist ja das ein bisschen zu viel Krise im Titel dann, nicht? Also Armutskrise, Klimakrise, Finanzmarktkrise, eine oder keine Systemkrise. Und ehrlicherweise spreche ich auch lieber über Chancen als über Krisen. Aber wir können ja mal schauen, ob in diesen Krisen, wie sie sich heute darstellen, nicht auch die eine oder andere Chance steckt. Und gucken, welche Wege könnte es denn geben aus diesen Krisen. Und insbesondere natürlich, heute Abend werde ich mich meinem fachgemäß auf die Finanzmarktkrise konzentrieren, aber das andere nicht ganz außen vor lassen. Und wenn man so in den letzten Tagen und auch ja, in den letzten zwei Wochen die Presse verfolgt, dann findet man ja dort schon interessante Artikel, sage ich es mal so. Eine, das war in der letzten Woche, der Artikel war überschrieben, überall keimt Hoffnung. Das R-Wort wird inzwischen neu ausbuchstabiert, heißt es unter dieser Überschrift. Es stehe nicht länger für Rezession, sondern vielmehr für Recovery, also Erholung, schreiben die Analysten der Bank of America. Nebenbei bemerkt, das ist die Bank, wo vorletzte Woche die amerikanische Regierung festgestellt hat, dass da noch schlappe 35 Milliarden Eigenkapital fehlen. Aber überall keine Hoffnung. Mit dieser Beobachtung treffen Sie die Stimmung an den Finanzmärkten auf den Kopf. Mit jedem Tag nimmt die Erwartung zu, dass die riesigen staatlichen Konjunkturprogramme greifen werden. Prompt nimmt der Risikoappetit der Investoren wieder zu. Am Markt profitieren davon vor allem Devisen und Rohstoffe und wie wir wissen in den letzten Tagen und Wochen auch die Aktienkurse. Hoffnung? Also für mich sind das nicht unbedingt die Hoffnungen, die ich an eine Lösung der Finanzmarktkrise knüpfe, sondern eher Befürchtungen, die man haben kann. Und die Frage, die sich ja stellt, sind diese staatlichen Rettungsprogramme, die Finanzmarktstabilisierungsprogramme, die Bad Bank, sind das wirklich Lösungen, die aus dieser Krise herausführen? Worin besteht eigentlich die Krise? Und welche Architektur steckt in den Finanzmärkten, dass es zu solch einer Krise kommen konnte? Jetzt keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte der Finanzmarktkrise hier Ihnen nochmal vor Augen führen. Das hat sicherlich jeder, der so viel Interesse hat, hier hinzukommen, in den letzten Wochen, Monaten und dem Jahr gelesen. Aber vielleicht doch noch mal einen Blick auf dieses, ich möchte es mal nennen, das Haus des Finanzmarktes. Und jetzt begebe ich mich auf völlig ungeübtes Terrain, insbesondere innerhalb einer Lehranstalt, nämlich an der Tafel irgendwas anzuzeichnen. Also ich bin ein völlig ungeübter Zeichner, aber ein Haus, das kriege ich zumindest skizzenhaft gerade noch hin. Jetzt ist das gleich ein bisschen niedrig, dass Sie es nicht sehen können. Und was Sie alles kennen, also nehmen wir mal an, das sei das Haus des Nikolaus, nicht unbedingt, aber da haben Sie auf der einen Seite das Sparen, also die Kunden, die Spareinlagen hereingeben und die Bank oder das Finanzinstitut vergibt daraus Kredite für unternehmerische, für gemeinnützige, für private, für staatliche, für sonstige Zwecke. Also man könnte sagen, das Good Old Fashioned Banking, das male ich mal hier unten hin als ein Fundament des Finanzmarktes. Und darüber auch das, was wir unter Investmentbanking kennen, das ist nämlich nichts anderes als Unternehmen mit Beteiligungskapital zu versorgen. Und das können alle möglichen Formen von Anlagen sein. Zum Beispiel auch Aktien, die emittiert werden. Und dann finden Sie da noch etwas drüber. Das sind Derivate. Und zwar alle möglichen
Sicherungsgeschäfte, die man machen kann zur Absicherung von Kursrisiken, von Zinsänderungsrisiken, von Preisänderungsrisiken auch an Rohstoffmärkten und so weiter. Also Sicherungsgeschäfte, die eine reale Grundlage haben. Und dann fängt es an, interessant zu werden, wenn man darüber schaut und die Verhältnisse, ich habe jetzt viel zu viel Platz gebraucht, um das aufzuschreiben. Also wenn man tatsächlich sich mal die Volumensverhältnisse anschaut, dann das erste Handy erinnert über die anderen, dass man es ausschalten kann. Dann findet man eben hier alle möglichen Spekulationen. Nehmen wir mal hier ruhig gleich erstmal Subprime. Das sind Aktienspekulationen. Das sind zum Teil Tochtergesellschaften, die da sind. Also Dinge, die außerhalb Töchter, nenne ich das mal. Arme weibliche Form wird da immer genutzt. Bis zu Leerverkäufen, die male ich mal ganz oben an. Und da haben wir eine Architektur, wo man sich fragt, wie hält das eigentlich? Wie ist diese Statik da beschaffen? Und was wir jetzt, um auf die Rettungsprogramme zurückzukommen, was wir jetzt sehen, dieses Haus steht in Flammen, ohne Frage. Und zwar insbesondere die oberen Stockwerke. Und das Problem ist, keiner weiß, ob bei dem Brand das ganze Haus mit einstürzt. Soll ja Häuser gegeben haben, wo es oben gebrannt hat, die bis noch zu den Grundmauern eingestürzt sind. Und keiner weiß, ob dieser Brand sozusagen auf die ganze Stadt, die Realwirtschaft durchschlägt, was teilweise geschehen ist. Und das, aber auch nur das, ist ein Grund, warum staatliche Rettungsprogramme, das meine auch ich, sinnvoll sein können und sinnvoll sind. Aber es ist ein Feuerwehrproblem. Also was wir da veranstalten, oder was Herr Steinbrück mit seinen Leuten und die Sophie und andere veranstalten, ist die Feuerwehr zu spielen, damit der Brand hier gelöscht wird, damit er nicht überschlägt auf die gesamte Realwirtschaft und auch nicht überschlägt auf die Spareinlagen aller Bürger auf andere Banken. Und das ist die Rechtfertigung, die ich auch sehe. Ich möchte an dieser Stelle nicht stehen und entscheiden müssen und anders entscheiden, zu sagen, das lassen wir mal alles abbrennen und schauen, was hinterher übrig bleibt. Das Problem ist natürlich, dass das Löschwasser Steuergelder sind. Und insofern wird zu Recht diese Frage so intensiv diskutiert, wie sie diskutiert wird. Trotzdem sage ich, das ist nicht das eigentliche Problem. Und wenn man mal schaut, was in Diskussion ist, was sich verändern soll an Rahmenbedingungen, denken Sie an den G20-Gipfel, an so Dinge wie, dass man die Regulierung einführt für Hedgefonds, dass man sagt, alles, was an Geschäften im Finanzmarkt gemacht wird, soll innerhalb einer Bilanz geschehen und soll der Überwachung unterliegen, dann würde ich sagen, das ist richtig, das ist auch notwendig, aber das ist so, wie wenn ein Haus brennt und ich nachher sage, bei der Statik, die da ist, ich muss für den Fall, dass es wieder brennt, einen Brandmelder einbauen, Feuerschutztüren einbauen und eine Feuerleiter einbauen. Das ist nichts Falsches. Aber es geht nicht an die eigentliche Grundstruktur und das eigentliche Problem, was wir haben. Denn ich würde sagen, wir haben eben da ein sich selbst entzündendes Haus von der Statik her. Und das ist das Problem. Und da wird leider noch viel zu wenig hingeschaut. Was sind die eigentlichen strukturellen und systemischen Ursachen, die der Finanzmarktkrise und auch der Hauskrise und auch der Klimakrise zugrunde liegen? Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir diese Krisen nur gemeinsam lösen werden und nie und nimmer isoliert werden lösen können.